In diesem Video erkläre ich dir den wichtigsten Arbeitsschritt beim Mixing und wie du das meiste aus ihm herausholst. Außerdem zeige ich dir eine Technik, die viele professionelle Audio-Engineers anwenden, um diese Phase zu optimieren und Zeit zu sparen. Und wir starten genau jetzt. Hi, ich bin Martin und wenn du neu auf diesem Kanal bist, hier lernst du, wie du von zu Hause aus bessere Musikproduktionen machen kannst. Wenn dich das interessiert, dann drück auf jeden Fall jetzt den Abonnieren-Button und hau vor allem auch die Glocke rein, damit du über jedes neue Video informiert wirst. Wenn du die Videos zum Thema Mixing anschaust, dann siehst du meistens irgendwelche Tutorials, in denen erklärt wird, wie du einen Kompressor einstellst, wie du EQ-Einstellungen richtig machst oder wie du ein Hallgerät perfekt einsetzt. Kaum einer spricht aber darüber, welches System du beim Mixen anwenden solltest und welche Arbeitsschritte wichtig sind. Deswegen möchte ich dir in diesem Video ein paar Tipps geben, wie du die wichtigste Mixing-Phase am besten meistern kannst. Die wichtigste Phase beim Abmischen sind meiner Meinung nach die ersten 30 Minuten. Das heißt der Zeitpunkt, wenn du die Spuren zum ersten Mal hochziehst und versuchst, sie zu einem groben Gesamtmix zusammenzubringen. Warum ist das so? In dieser Phase baust du das Grundgerüst für deinen zukünftigen Mix. Du bringst sozusagen ein Chaos von verschiedenen Einzelspuren in die richtige Balance. Und Balance ist hier ein gutes Stichwort, denn nichts anderes ist Mixing im Prinzip. Das Ausbalancieren einzelner zuvor aufgenommener Spuren. Du legst also fest, wie laut jede einzelne Spur sein soll und wo sie ihren Platz im Stereofeld hat. Und genau diese Phase hat sehr großen Einfluss darauf, wie gut oder wie schlecht dein Mix später werden wird oder wie schnell du später vorankommen wirst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Angenommen, du hast einen Mix und du hast zwei Spuren, ein Piano und eine Gitarre und die spielen genau die gleiche Melodie, zum Beispiel als Begleitmelodie in einem Vers oder in einem anderen Songpart. Wenn du jetzt diese beiden Elemente oder diese beiden Instrumente genau an den gleichen Platz im Stereofeld panst oder platzierst und die womöglich auch noch diese gleiche Melodie in der gleichen Tonlage spielen, dann wirst du später ein Problem bekommen. Wenn du jetzt also hier in dieser ersten wichtigen Phase nicht aufpasst, stellst du irgendwann fest, irgendwas stimmt da nicht, diese Melodie, die hier links im Stereofeld kommt, die klingt laut, die klingt irgendwie seltsam, da passt was nicht. Also stellst du fest, oh, das Piano und diese Gitarre spielen genau die gleiche Melodie, eventuell sogar noch genau in der gleichen Tonlage. Also panst du das Piano jetzt genau auf die andere Seite und dann stellst du fest, oh, aber auf der anderen Seite kommt dieses Piano oder diese Piano-Melodie dann meinen Backing-Vocals oder irgendeiner anderen Gitarre in die Quere und jetzt hast du sie aber schon mit EQ bearbeitet und mit Kompression bearbeitet und jetzt musst du anfangen, ewig rumzufummeln, um die Sache sozusagen wieder zu richten, damit der Gesamtmix gut klingt und damit sich wirklich kein Element in die Quere kommt. Kommt dir das eigentlich bekannt vor? Hast du auch mal am Anfang von deinem Mix Fehler gemacht, die du später bereut hast und die viel Zeit gekostet haben? Wenn ja, dann schreib es mal unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Also ich denke, du verstehst, was ich meine. Wenn du hier in dieser ersten Phase grobe Schnitzer machst, grobe Fehler machst und solche Sachen wie gleiche Melodien oder ähnliches übersiehst, dann bekommst du irgendwann im Verlauf des Mixes Probleme und es kostet dich sehr viel Zeit, diese Schnitzer wieder zu richten. Deswegen möchte ich dir jetzt ein paar Tipps geben, wie du diese erste wichtige Phase, also das Ausbalancieren der Tracks, indem du die Lautstärke-Balance richtig einstellst und die Tracks entsprechend im Stereofeld verteilst, wie du diese Phase perfekt hinbekommst. Und der erste Tipp dafür wäre, dass du das Editing am Tag davor machst oder zumindest an einem anderen Tag machst. Also das Editing, das ist zum Beispiel das Herausschneiden von Atmern, das Zusammenschneiden einzelner Takes oder der besten Takes, das Einfärben der Spuren, das Benennen der Spuren, Gainstaging und so weiter. Diesen Arbeitsschritt des Editings solltest du am Tag vorher machen, denn für diesen Arbeitsschritt brauchst du nicht so viel Konzentration, es ist nicht besonders kreativ, es ist alles sehr technisch und diesen Arbeitsschritt kannst du auch machen, wenn du nicht hundertprozentig topfit bist. Tipp Nummer 2 ist, sei am Tag des Mixings oder zu Beginn des Mixings ausgeruht und frisch. Es ist schlecht, wenn du einen Song anfängst zu mischen, wenn du eine Nacht hinter dir hast, die vielleicht nur 3-4 Stunden gedauert hat. Denn dann hast du nicht deine volle Konzentration, du bist übermüdet, dein Gehör ist nicht gut, du denkst noch an andere Sachen. Das ist keine gute Voraussetzung, um diese wichtige Phase gut zu überstehen, sage ich mal. Vielleicht lachst du jetzt und denkst dir, was für ein biederer Typ, das ist ja total langweilig. Mixing ist für mich Rock'n'Roll, ich will die Songs meiner Band abmischen oder wie auch immer, für mich ist das Spaß. Okay, das kann natürlich sein. Dennoch finde ich es wirklich wichtig, wenn du anfängst, einen Song zu mischen, dass du absolut topfit bist, dass deine Ohren frisch sind, dass dein Gehör frisch ist, dass du ausgeruht bist.
Denn diese Initialphase des Mixings ist wahnsinnig ausschlaggebend dafür, wie gut dein Mix später wird. Und hier stellst du sehr, sehr wichtige Weichen dafür, wie gut dein Mix später wird. Deswegen sei ausgeruht, sei frisch, sei gut gelaunt, setz dich an dein Mixprojekt und sei fokussiert und leg deine volle Konzentration in diese wichtigen ersten 30 oder 45 Minuten, wo du deinen Mix perfekt ausbalancieren willst zunächst mal. Der nächste Tipp ist, dass du alle Ablenkungen eliminieren solltest. Wieder so ein biederer Tipp im 21. Jahrhundert. Also schalt dein Handy aus, schalt dein Internet aus, verbiete deiner Frau reinzukommen oder deiner Freundin, wie auch immer. Ich mache das bei meiner Frau zum Beispiel so, die weiß genau, wenn ich beim Abmischen bin, wir haben Zeiten festgelegt, dann darf sie nicht in mein Tonstudio kommen. Das ist ein absolutes No-Go. Der letzte Tipp ist, verwende in dieser Phase des Ausbalancierens von deinen Tracks bitte keine Plugins. Das ist im Moment noch überhaupt nicht wichtig. In dieser ersten Mixing-Phase, in diesen ersten 30 Minuten, geht es tatsächlich nur darum, die optimale Balance deiner Tracks untereinander zu erreichen. Keine Plugins, keine Effekte, keine Automation oder sonstige Spielereien. Du solltest dich auf die richtige, optimale und gute Balance deines Mixes konzentrieren. Dass jedes Instrument seinen Platz hat, dass alle optimal im Stereofeld verteilt sind und sich nicht in die Quere kommen, und dein Mix sollte auch ohne Plugins oder Mixbassbearbeitung oder sonstiges schon so gut klingen. Warum sind jetzt diese ersten 30 Minuten des Abmischens so wichtig und warum reite ich jetzt auf dieser Phase so extrem rum? Es ist ganz einfach. Mixing oder das Abmischen von Songs ist immer und prinzipiell immer auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Das heißt, wenn du anfängst zu mischen, tickt die Uhr. Und das ist deswegen so, weil unsere Ohren relativ schnell ermüden. Beim einen schneller, beim einen weniger schnell, aber sie ermüden relativ zügig. Und deswegen ist diese Initialphase, diese erste Phase, in der du deine Spuren in die Balance bringst, so wichtig. Denn deine Ohren sind ausgeruht. Du kannst noch einigermaßen objektiv beurteilen, ob die Balance der Spuren untereinander stimmt, und du kannst dem Song noch relativ unvoreingenommen gegenüberstehen. Je länger du an einem Mix arbeitest, desto schwieriger wird es dir fallen, Probleme auszumachen oder Stellen auszumachen, wo irgendwas nicht passt. Und genau deswegen ist diese Phase so wichtig. Um diese erste wichtige Mixing-Phase zu optimieren, kannst du dich einer Technik bedienen, die auch viele Profi-Mixer anwenden, und das ist das sogenannte Mischen in konzentrischen Kreisen. Was meine ich damit? Mischen in konzentrischen Kreisen bedeutet, dass du am Anfang deines Abmischprozesses relativ krasse und extreme Einstellungen wählen kannst. So kannst du zum Beispiel versuchen, wenn du anfängst zu mischen und alle Spuren mal hochgezogen hast, dass du eine Einzelspur extrem stark nach oben ziehst, einfach um herauszufinden, wie wirkt sich diese Spur im Gesamtmix aus. Wichtig dabei ist, dass du nicht diese Spur solo anhörst, sondern nur im Gesamtmix. Was du auch machen kannst, sind extreme Panning-Einstellungen, also die Verteilung im Stereofeld. So kannst du zum Beispiel ein Element extrem weit nach links pannen oder extrem weit nach rechts pannen oder einfach in der Mitte des Stereofeldes belassen, um dann herauszufinden, wo hört sich denn dieses Element im Mix am besten an. Eher ganz links, eher ganz rechts oder eher in der Mitte. Das ist übrigens auch das sogenannte LCR-Panning. LCR steht für Left, Center, Right. Und damit sparst du auch sehr viel Zeit. Diese Technik des Mischens in konzentrischen Kreisen, also Kreise, die erst sehr groß sind und dann immer kleiner werden, kannst du auch im übrigen Verlauf des Mixings anwenden. Du kannst so zum Beispiel auch Spuren erstmal mit sehr extremen Kompressor- oder EQ-Einstellungen bearbeiten, um herauszufinden, wie verhält sich denn jetzt die Stimme oder die Gitarre oder die Snare-Drum oder was auch immer bei extremen EQ-Einstellungen, indem du zum Beispiel ein EQ um 15 dB nach oben ziehst, dann durch die Frequenzbereiche sweepst und mal schaust, was passiert eigentlich, wenn ich die Snare-Drum bei 200 Hertz um 15 dB anhebe, oder was passiert, wenn ich sie hier und hier und hier um 15 dB anhebe oder wenn ich sie absenke. Ja? Also wähle ruhig extreme Einstellungen bei solchen Dingen. Und im Verlauf deines Mixes werden diese Bearbeitungsschritte dann immer weniger extrem bzw. einfach kleiner.
Die richtige Abfolge beim Mixing und wie du die einzelnen Arbeitsschritte beim Mixing optimierst, erkläre ich dir übrigens auch in meinem E-Book Speed Mixing. Das kannst du dir hier runterladen, wenn du hier oben auf den Link klickst. Zum Schluss würde mich noch interessieren, wie fängst du deinen Mix eigentlich an? Lädst du gleich 120 Plugins in den Kanalzug oder fängst du auch tatsächlich erst an, deinen Mix auszubalancieren und versuchst, ein gutes Grundgerüst zu erstellen? Schreib es mir bitte unten in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Video. Bis dann!